Moinzen, ihr Lieben, was geht ab und damit herzlich willkommen zum wohl verbuggtesten Summit, den ich je gespielt habe. Da funktioniert einfach gefühlt gar nichts. Es geht um den Japanese Drive Summit, um genau zu sein, um die Wiederholung, weil den gab es so schon mal, auch wenn nicht ganz so, weil damals hat er sauber funktioniert. Belohnungstechnisch kriegen wir 200.000 Follower für Bronze, für Silber gibt es die rot blinkende Unterbodenbeleuchtung. Für Gold die rosa Rallye-Innenreifen, auch wenn die eigentlich mehr lila sind als rosa. Und für Platin dann den Honda S2000 Red Panther Edition, den man auf dem Thumbnail schon gesehen hat. Für den gibt's auch schon eine Community-Folie. Ist an sich ein ganz cooles Auto, aber wie gesagt, der Summit komplett verbuggt. Und ich bin mir nicht sicher, ob die den so stehen lassen oder ob wir da die Tage nochmal eine Server-Downtime kriegen und die den nochmal ummodeln. Weil so funktioniert er tatsächlich überhaupt nicht. Jetzt noch einmal ganz kurz, merci für die 8000 Abonnenten, die wir auf YouTube gestern geknackt haben. Und ihr werdet schon hören, ganz fit ist meine Stimme noch nicht, aber es geht mir deutlich besser. Ich bin eigentlich wieder fit, nur die Stimme macht's noch nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt ist die Zeit, noch ein Abo dazulassen. So, auch im verbuggten Summit starten wir ganz oben. Das bedeutet beim Slalom, den fahre ich jetzt hier mit der Frauscher Demon 1414. Punktebrecher auf Test erprobt, so hoch wie möglich. Und ihr werdet schon sehen, der Slalom ist gar nicht so geil. Der hat es ein bisschen in sich. Es gibt enge Kurvenabschnitte, es gibt eine Brücke und es gibt Felsen. Und hier von der Brücke gibt es eben einen Pfeiler, um den es letztendlich geht. Alles ein bisschen enger, ein bisschen schwieriger. Wenn ihr da Probleme mit habt, dann liegt das daran, dass die Frauscher nun mal verdammt schnell ist. Probiert das Ganze ruhig einmal aus, indem ihr euren Punktebrecher mit Test erprobt, wechselt auf die Proto Offshore Mark 1, die Proto Offshore Mark 2 oder die, weiß nicht welche Marke, die Vector. Ich glaube, die Marke ist sogar Vector V40 oder so. Funktionieren alle drei echt gut, sind langsamer, aber deutlich wendiger als die Frauscher, dementsprechend vielleicht ein bisschen einfacher damit das Ding zu fahren. Mit der Frauscher gibt es minimal Punkte mehr, die braucht ihr aber eigentlich für nichts. Also tatsächlich, wenn ihr mit der Frauscher hier Probleme habt beim Slalom, versucht das ganze Ding einfach mal mit einem der drei anderen Boote. Ich nehme immer die Proto Offshore Mark 1, weil die für mich sonst am besten ist. Für die Bojenzerstörung, die dann als zweites kommt, braucht ihr auf jeden Fall wieder die Frauscher, weil da ist die Masse von der Frauscher, dass die so breit ist, einfach ein Riesenvorteil. Wir starten in meinem Fall nach links in die Bojenzerstörung rein, fahren erstmal einen Slalom, bis wir in den großen Kreis kommen. Da fahren wir erstmal komplett außen rum, bis wir, guckt auf die Map, ganz hinten angekommen sind, fahren dann einen kleinen Innenkreis. Und wenn wir den kleinen Innenkreis gemacht haben, wieder außenrum den Rest zurück und den Slalom auf der anderen Seite. Das ist an sich nicht allzu schwierig. Muss man sich einmal grob bildlich vorgestellt haben, wie das Ganze funktioniert. Und dann haut das ganz gut hin. Bojenzerstörung, einfach nur darauf achten, dass ihr keine rote Boje berührt. Bei einem Slalom verliert ihr jedes Mal euren Multiplikator, wenn ihr eine Boje nicht richtig mitnehmt. Sprich, wenn ihr links vorbeifahrt, wo ihr rechts vorbeifahren müsstet. Bei einer Bojenzerstörung verliert ihr euren Multiplikator immer dann, wenn ihr einen von den roten Bojen mitnehmt. Und das sollte euch nicht passieren. Sprich, nehmt so viele grüne Bojen mit wie möglich und berührt auf keinen Fall eine der roten. Und dann seht ihr, habt ihr auch hier eure 150.000 Punkte safe. Das geht alles relativ simpel. So, als nächstes haben wir die Radarfalle. Dafür wie immer Corvette Stingray Drag Race mit einem Nitro-Mischer auf pur fanatisch, mit in meinem Fall zwei Teilen gerissen für mehr Windschattenpower. Und dann mit Aerodynamik könnt ihr hier rumspielen, wie ihr wollt. Auf 3, 4, 5 würde ich tippen, kommt ihr hier auf jeden Fall rum. Holt nach hinten Anlauf, oben auf dem Berg, fahrt nach unten einfach straight durch. Guckt, dass ihr ungefähr bei dem ersten Hügel, der nach unten runter geht, bei der ersten Kuppe noch Nitro nachgebt und dann seid ihr mit 690, 700 Sachen im Optimalfall durch. Ihr müsst hier Glück mit dem Verkehr haben und guten Windschatten. Tatsächlich sind hier mit 700 echt, seid ihr gut dabei. Also guckt, dass ihr irgendwas zwischen 670 und 700, würde ich sagen, habt, dann seid ihr voll dabei. So, dann kommen wir zum ersten Bug-Event. Das erste Event, was nicht richtig funktioniert, ist das Motocross, wo euch angezeigt wird im Summit-Menü die KTM 450X. Tatsächlich müsst ihr hier die Suzuki RMZ 450 nehmen. Keine Ahnung, warum da ein Anzeigefehler ist. Ihr müsst auf jeden Fall die Suzuki nehmen. Ihr könnt nur die benutzen und die KTM braucht ihr in diesem Summit für nichts, glaube ich tatsächlich. Ja, keine Ahnung wieso, absolut zum Kotzen.
Das Event selber ist eine Sache für sich. Ihr werdet jetzt sehen, das besteht quasi nur aus Abkürzungen. Die relevantesten, der Sprung, 13%. Und wenn ihr jetzt seht, bei 17%, wie ich hier lande und leicht den Checkpoint mit berühre, das hätte nicht passieren müssen. Danach geht es quasi nur noch abgekürzt. Wir springen rechts runter durch den Checkpoint in falscher Richtung durch zum nächsten Checkpoint und danach cuttet ihr im Prinzip bei jedem Checkpoint die Kurve. Ist im Endeffekt einfach 10-mal schneller, als wenn ihr normal fahrt, sofern ihr es sauber hinbekommt. Das ist so ein bisschen das Problem. Man muss die Strecke sauber hinbekommen und das ist gerade für Motocross-Laien etwas schwieriger. Guckt euch die Sachen raus, die ihr schaffen könnt und fahrt den Rest der Strecke normal. Das Ganze müsst ihr 2 Runden machen, also guckt wirklich, dass ihr die essentiellsten Abkürzungen benutzt und den Rest halbwegs normal fahrt, einfach damit ihr euch eure Zeit nicht versaut, weil die Abkürzungen zu benutzen und durchgehen immer hängen zu bleiben, bringt euch gar nichts. Im Endeffekt kommt es hier darauf an, wie ehrgeizig ihr seid und wie viel Zeit ihr damit aufbringen wollt, weil das ist was man üben muss. Dass man nicht von Anfang an kann, was nicht direkt funktioniert. Und je mehr Zeit ihr investiert, desto besser werdet ihr es nachher hinbekommen. So, als nächstes fahren wir dann mit der Kawasaki Z1000 ABS Street Race. Im Endeffekt, ich glaube, das habe ich euch nicht mal komplett gezeigt, das Rennen, weil es absolut langweilig ist. Stinknormales Street Race Rennen, keine Abkürzungen, keine krassen wichtigen Punkte, die man beachten muss. Was man beachten muss, ist, wie man grundsätzlich ein Motorrad fährt. Versucht nicht, die Kurven Fullspeed zu nehmen, versucht nicht, in den Kurven zu bremsen. Bei den Motorrädern ist es tatsächlich so, ihr bremst vor der Kurve, rollt durch und gebt danach wieder Gas. Und das müsst ihr spätestens, ich sag mal, bei den zweiten S-Kurven oder so ist das sehen. Ja, okay, nee, bei den dritten, glaube ich, war es. Die ersten und zweiten S-Kurven habe ich euch eingeblendet, damit ihr sehen könnt, dass ihr da quasi Fullspeed durchschießen könnt. Das ist tatsächlich nicht besonders schwer. Wirklich interessant wird es jetzt gleich bei der 90 Grad Rechtskurve. Da müsst ihr gucken, dass ihr einen guten Winkel drauf habt, damit ihr damit entsprechend viel Tempo durchkommt. Und danach kommt eine sehr lange Passage mit sehr vielen S-Kurven, wo ihr nicht Fullspeed durchfahren könnt. Das funktioniert nicht. Also 40% ungefähr, die Rechtskurve sollte in einem guten Winkel sitzen, damit ihr nicht zu viel Tempo verliert. Kurz danach kommen die S-Kurven. Und die habe ich euch jetzt am Anfang noch einmal in Originaltempo abgespielt, einfach damit ihr seht, wie ich durchgefahren bin. Das war nicht unbedingt optimal, da geht noch einiges mehr, aber Hauptsache ist, ihr bleibt nicht an den Leitplanken kleben, hängt nicht außen irgendwo neben der Straße, versucht so sauber wie möglich hier tatsächlich durchzufahren, als würdet ihr hier wirklich mit einem Motorrad durchcruisen und hättet eine abgesperrte Straße, damit ihr wisst, dass da kein Verkehr auf der Gegenfahrbahn kommt. Aber ansonsten seht ihr, lasse ich beschleunigt ablaufen, ist das Rennen wirklich relativ langweilig. Es gibt nichts Krasses zu beachten, das Motorrad ist nicht so geil. Aber alles in allem würde ich sagen, ist das auf jeden Fall machbar. Es ist ein Durchschnittsevent mit einem Durchschnittsfahrzeug, nicht so das Riesenthema. So, was kommt als nächstes? Nach dem Kawasaki kam das Vorgeschriebene, ne? Danach kommt der Red Panther. San Francisco Pendler ist tatsächlich auch wieder so eine Strecke. Das Ding ist, ihr dürft jetzt wieder nicht den Fehler machen. Ich sage das bei jedem Summit-Video, wo ein Fahrzeug zu gewinnen ist, weil da immer in vorgeschriebener Weise das Fahrzeug gefahren werden muss. Beurteilt das Auto nicht an dem, was ihr jetzt seht. Der Wagen hat keine Profi-Settings, der Wagen hat keine Teile. Der ist verdammt langsam, ist dadurch natürlich deutlich stabiler gefühlt, weil da ist nichts zum Wegrutschen. So schnell fährt er gar nicht. Im Endeffekt kann ich nur sagen, fahrt das Ding auf jeden Fall mit Windschatten. Das fühlt sich zwar so an, als würde das nicht viel bringen. Tatsächlich würde ich aber schon sagen, dass es sich lohnt, einfach dadurch, dass der Wagen nun mal schneller ist. Man merkt es ihm nicht so krass an, aber es ist ein bisschen schneller, als wenn ihr normal fahrt. Und wenn ihr so halbwegs mit den Leuten harmoniert, dann funktioniert das auch. Was ich euch sagen kann, ist, dass ihr hier direkt am Anfang die Kurven eigentlich alle Fullspeed nehmen könnt. Das verkraftet der Wagen in Stock ohne Probleme. Was ihr wissen solltet, ist grundsätzlich so ein bisschen, wie die Strecke funktioniert. Dass jetzt gleich hier bei 16-17% die Linkskurve oben am Hügel innen zum Beispiel eine Mauer ist. Dass wir da also weit von rechts nach links reinspringen, aber auch nicht ganz nach links, damit wir eben nicht in der Mauer landen, die jetzt, okay, war bei 21%, die da links kommt. So, danach wieder von außen Anlauf holen, so gut es geht, 23% die 90 Grad Rechtskurve. Je weiter außen nach innen ihr die reinzieht, desto mehr Tempo könnt ihr da mitnehmen. Dann bei 27% rechts durch die Bäume cutten, auch nicht allzu kompliziert. Ich würde jetzt hier tatsächlich davon absehen, an der Rampe vorbeizufahren. Da könnt ihr wirklich einfach drüber schießen, das tut sich einfach gar nichts, schon gar nicht mit dem Wagen.
Ja, und danach ist es wirklich nicht mehr viel. Danach sind es ein paar 90-Grad-Kurven, die an sich auch nicht wirklich dramatisch sind. Ihr seht schon, ich fahre hier von ziemlich weit außen an und kann fast Fullspeed da durch. Bin jetzt hier an den anderen Spielern hängen geblieben. Aber das tut sich tatsächlich nichts, weil danach wieder mit Windschatten gefahren werden kann und dann funktioniert das ganz gut. Die anderen Kurven, die jetzt kommen, könnt ihr so ziemlich Fullspeed nehmen. Wer auf Nummer sicher gehen will, geht vom Gas. Groß abbremsen müsst ihr da aber nicht. Wenn ihr den Winkel von außen nach innen gut trefft, funktioniert das, dann könnt ihr die eigentlich Fullspeed nehmen. Ausnahme, die letzte Rechtskurve bei 47-48% bzw. 98%. Da würde ich schon noch leicht vom Gas gehen bzw. bremsen, damit ihr die sauber kriegt. Auch da wieder, guter Winkel ist entscheidend. Ihr wollt das Tempo mitnehmen, damit ihr eben in der zweiten Runde oder eben schneller ins Ziel kommt. Es ist immer so das Ding, ihr wollt auch bei den 90-Grad-Kurven so viel Tempo wie möglich mitnehmen, weil ihr dann einfach schneller durch seid, schneller weiterfahren könnt. Schneller wieder hochbeschleunigt, sprich auf der nächsten Geraden mehr Tempo habt, als derjenige, der bei der Kurve komplett auf Null abbremsen muss. Ist soweit eigentlich logisch. Ich sag's lieber trotzdem, weil das immer mal wieder trotzdem nicht richtig läuft bei den Leuten. So, Drift-Event. Ich fahre wieder meine Technik, sprich nicht wie in den Top 100 Events, nicht Mikas Ultra-Langsam-Technik, nicht die Handbremstechnik, sondern stinknormaler Drift, weil das vollkommen ausreicht für ein Summit. Und im Prinzip das meiner Meinung nach immer noch die einfachste und die schönste Art ist zu driften. So, Drift tatsächlich kann ich bei der Strecke nur sagen, wer die Strecke kennt, hat einen enormen Vorteil. Natürlich muss man so die Grundbasis des Driftens kennen, können und verstehen. Aber guckt euch jetzt alleine jetzt mal die Kurven an. Die weite Rechtskurve mit der langen, dünnen Geraden, okay. Aber wenn man da weit genug nach rechts gezogen ist, kriegt man das alles in einem. Die Linkskurve danach, weit gezogen, kann man alles in einem nehmen. Man muss nur wissen, wie die Kurve weiter verläuft. Ihr dürft nicht in die Strecke reingehen und einfach nur das abfahren, was ihr seht. So funktioniert Driften nicht. Ihr müsst quasi schon so halb wissen, was als nächstes für eine Kurve kommt oder wie weit die Kurve geht, wie eng die Kurve ist, die ihr gerade fahrt, damit ihr einen möglichst guten Drift hinlegen könnt. Im Endeffekt geht es nur darum, diesen Drift so stabil wie möglich runterzufahren, weil nur das zählt. Wenn ihr einen Drift macht, den ihr nicht zwischendurch abbrecht in dem Rennen, dann habt ihr auf jeden Fall genug Punkte für Summit. Vorausgesetzt, ihr habt die richtigen Teile im Fahrzeug. Ich sage nochmal, einfach nur, weil es doch wieder immer wieder Leute erreicht, die es nicht wissen. Auch wenn es eigentlich logisch ist. Punktebrecher ist bei Drift nichts wert. Ihr kriegt nicht mehr Punkte mit einem Punktebrecher. Um genau zu sein, braucht ihr beim Driften gar kein Set. Set ist egal. Ihr braucht goldene Tuning-Teile, die auf die richtigen Perks kalibriert sind. Und dann müsst ihr sauber driften. Egal, wer euch was anderes sagt. Egal, welcher Kumpel von euch sagt, ja, aber Punktebrecher bringt doppelt so viele Punkte. Nur bei Tests. Drifts sind keine Tests. Das bringt euch gar nichts. So, das nächste ist der Ultra-Bug, das Hauptproblem dieses Summits. Wir fahren Drag Race mit einem Motocross. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Das soll nicht so sein. Ich kann euch zu dem Event sagen, wenn ihr es fahren wollt, okay, hier seht ihr, wie ihr es tun müsst. Ihr schaltet im Prinzip, sobald es losgeht, direkt in den höchsten Gang, weil das könnt ihr beim Motocross problemlos machen. Ihr könnt es aber auch einfach sein lassen, weil Tatsache ist, es ist nicht möglich, hier das Ziel innerhalb der zeitlichen Vorgabe von 15 Sekunden zu erreichen. Und dementsprechend könnt ihr hier keine Punkte bekommen. Ihr könnt das nicht schaffen, es ist nicht möglich, wenn sie das nicht ändern. Also sie müssen hier das Event definitiv noch verändern, ansonsten könnt ihr das nicht beenden. Und die Konsequenz dessen ist nicht nur, dass ihr in dem Event 0 Punkte bekommt, sondern auch, dass ihr den Punktebonus im Summit für die neuen Events nicht bekommen könnt. Die 100.000 Extra-Punkte, die man am Ende kriegt, wenn man alle Events gefahren hat, könnt ihr hier nicht kriegen, weil ihr dieses Event nicht beenden werdet. Das heißt, hier müssen sie am Summit noch irgendwas drehen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das schnell genug auf die Kette bekommen, aber ihr könnt sonst hier keine 100.000 Bonuspunkte kriegen im Summit. So, das letzte Event ist dann wieder mit Nissan Touring Car GTR Nismo, mit dem neuen, nicht dem Forsberg, sondern dem äquivalenten Nissan, weil ihr hier Nissan fahren müsst. Ich habe es schon mal gesagt, als das Update kam, die Forsberg-Autos sind eine eigene Kategorie, die zählen nicht als Nissan, die zählen als Forsberg Racing von der Marke. Dementsprechend könnt ihr die hier nicht benutzen, also fahrt ihr den normalen Nissan, Profi-Settings sind drin. Ihr könnt hier mal versuchen, die Aerodynamik auf 6 hochzustellen. Ich habe die hier auf 5. Einfach, weil das wohl ganz gut funktionieren soll. Ich bin hier mit 5 gefahren, bin damit ganz zufrieden. Kann euch zu dem Rennen eigentlich nicht viel sagen. Es ist größtenteils eine sehr breite Strecke. Relativ locker zu fahren mit dem Auto. Es gibt 2-3 Stellen, wo man drauf achten muss. Was euch nicht passieren sollte,
ist, dass ihr Offroad geht. Ist halt ein Touring-Car, die mögen das nicht so gerne. 90-Grad-Kurve zum Beispiel bei 20% ist da ein ganz gutes Beispiel. Da fliegt man gerne mal raus, wenn man die nicht kommen sieht. Also 19-20% die Rechtskurve sollte man im Blick behalten. Genauso bei 27% die Linkskurve etc. pp. 32-33% nach dem Hügel die Linkskurve unten, die ist böse. Ihr seht, da bin auch ich Offroad gegangen, weil ich nicht stark genug abgebremst habe. Hat jetzt hier nicht so viel geschadet, dementsprechend sind wir es trotzdem weitergefahren. Solltet ihr aber, wenn möglich, vermeiden. Ansonsten gibt es zu dem Rennen tatsächlich nicht viel zu sagen. Bei 40% gibt es noch einmal einen schönen kleinen Cut. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht zu weit cuttet. Ihr seht hier hinter mir, dass gerade alle fliegen gegangen sind. Das liegt schlichtweg daran, dass in diesem kleinen Innencut Steine liegen. Das heißt, wenn ihr zu weit nach innen cuttet, werdet ihr über diese Steine fliegen und dann seid ihr raus. Also tatsächlich nur einen sehr leichten Cut fahren. Ein bisschen abbremsen ist vollkommen okay. Im besten Fall das ganze Ding mit Windschatten fahren, auch wenn ich tatsächlich sagen würde, dass sich das hier nicht unbedingt lohnt. Beziehungsweise die Strecke sieht an sich so aus, als würde sie es hergeben. Aber ich glaube, bis ihr hier eine saubere Runde mit Windschatten habt, seid ihr eine viel sauberere Runde selber gefahren und habt euch die Zeit gespart. Ansonsten gibt sich das Rennen nicht viel, ist nicht sonderlich kompliziert, man muss da nicht viel für können. Ich würde tatsächlich sagen, das kriegt ihr soweit hin. Ich muss sagen, das Summit an sich, es ist ein Platin-Fahrzeug, ne? Lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass es gleich zwei verbuggte Events gibt. Einmal das Motocross oben, wo das falsche Fahrzeug angezeigt wird. Dann das Motocross Drag Race, was niemals so geplant war. Da ist irgendwas tierisch schief gegangen. Ja, und drittens weiß ich nicht, die anderen Events waren jetzt nicht so wirklich, hatten nicht so Schmackes. Das Z1000 ABS Street Race, absolut langweilig. Gab nicht wirklich viel, was man da können musste. Touring Car war jetzt auch irgendwie nichts Besonderes, weiß ich nicht. Drift immer mal wieder finde ich ganz schön, dass eine Bojenzerstörung mal wieder drin war, ist auch eine Weile her, finde ich auch ganz gut. Die Radarfalle war lange nicht drin, alles gut, aber zwei verbuggte Events in einem Summit und zwei langweilige Events noch dazu, beziehungsweise eigentlich drei sogar mit dem vorgeschriebenen, weiß ich nicht. Kein allzu geiler Summit, aber die Belohnung lohnt sich, also scheppert da auf jeden Fall rein und wenn euch das ganze Ding gefallen hat, lasst mir wie immer gerne ein Like da. Wir sehen uns spätestens nächste Woche zum nächsten Summit. Bye bye.